Heute schaue ich mir das Focusrite Scarlett 2i2, eine externe Soundkarte für den Home-Recording-Bereich, mal näher an. Ich möchte nicht nur den Funktionsumfang erörtern, sondern später auch Sound und Signal richtig einstellen und testen und außerdem einen Vergleich zu einem noch günstigeren Gerät anstellen, um herauszufinden, ob die Scarlett ihr Geld wirklich wert ist. Bleibt bis zum Ende dran, denn da gibt's noch das Fazit. Das Focusrite Scarlett ist nicht nur für den Einstieg beim Aufnehmen ambitionierter Musiker und Podcaster gedacht, sondern auch jeder internen Soundkarte in Sachen Klangqualität und durch die externen Regler um Längen voraus. Also ihr Gamer, aufgemerkt! Ein Link zur Soundkarte findest du natürlich unten in der Beschreibung. Ist Recording und Musikequipment dein Ding? Abonnier den Kanal, um keinen Upload mehr zu verpassen. Und lass mich auch deine Meinung zur Soundkarte wissen. Hast du eine Frage oder gibt es Unklarheiten zum Video, nehme ich mir gern die Zeit, um zu antworten. Das Focusrite Scarlett gibt es in einer Ein- und einer Zwei-Kanal-Version. Beide unterscheiden sich aber bis auf die Anzahl der Kanäle nicht weiter. Zum Lieferumfang gibt es nicht viel zu sagen. Die Soundkarte selbst und ein USB-C-Kabel sind dabei. Was den Preis aber mehr als rechtfertigt, sind die Softwarezugaben. Als Download gibt es Ableton Live Lite zum Aufnehmen an sich, Pro Tools First zum Einspielen von digitalen Instrumenten und die Red 2 und 3 Plugin Suite, die einen High-End-EQ und Kompressor emuliert. Außerdem das Softube Time & Tone Bundle mit verschiedenen Effekten, welches als Standalone schon fast $300 kosten soll, sowie ein Piano-Plugin von Audio Addictive. Insgesamt ein Paket, welches nach Einarbeitung in die Grundlagen wirklich guten Sound ermöglicht. Das alles ist auch tendenziell total super, jedoch etwas umständlich zu erlangen. Denn um alle Plugins zu erhalten, bekommt man zwar nach der Registrierung bei Focusrite sämtliche Freischaltcodes, um diese jedoch anzuwenden, muss man sich wiederum bei den einzelnen Anbietern der Plugins registrieren. So kauft man ein Gerät und hat ganze 4 neue Accounts. Die Plugins sind toll, aber das ging doch bestimmt auch besser. Hat man die Soundkarte jedoch angeschlossen, öffnet sich beim ersten Mal automatisch ein Fenster, welches zur Installation der Treiber aufruft, was absolut unproblematisch ist. Für mich hat sich das Focusrite unter Windows 10 bisher als 100% kompatibel erwiesen. Die Verarbeitung und Qualität des Focusrite Scarlett ist sehr gut und alle Knöpfe und Regler haben einen guten Grip und Laufweg. Das Design in schickem Rot ist gut gelungen und alles ist übersichtlich und intuitiv bedienbar. Das Focusrite Scarlett 2i2 unterstützt Sampleraten von 44,1 kHz bis 192 kHz, was viel Brillanz und Klarheit ermöglicht. Und alle Eingänge bieten einen Frequenzbereich von 20 bis 20.000 Hertz. Für das menschliche Hörvermögen durchaus ausreichend. Der Mikrofoneingang gewährt eine Impedanz von 3 Kiloohm, am Line-Eingang sind es 60 Kiloohm und der Instrumenteneingang hat 1,5 Megaohm. Insgesamt nichts Auffälliges. Auf der Vorderseite findet man links zwei XLR-Kombibuchsen, die wahlweise Mikrofone oder direkt Instrumente wie Gitarre oder Keyboard aufnehmen können. Sehr schön, denn so kann man auch ein Stereosignal aufnehmen. Jeder Kanal hat einen Gain-Regler, der durch einen leuchtenden Ring anzeigt, ob das Signal übersteuert. Und auch alle anderen Knöpfe zeigen durch Licht an, ob sie ein- oder ausgeschaltet sind. Nobel, schick und echt praktisch. Der Inst-Button wird logischerweise benötigt, sobald man ein Instrument anschließt und der Air-Button emuliert bei Sprachaufnahmen einen leichten Boost in den Höhen. Wie das klingt, zeige ich gleich. Zur Rechten findet man die Schalter für 48 Volt Phantomspeisung sowie einen Knopf, der entweder beide Kanäle im Stereobild darstellt oder, nimmt man nur einen Kanal auf, das Signal auf beiden Seiten Mono wiedergibt. Der rechte Drehregler steuert die Lautstärke des Kopfhörerausgangs mit maximal 104 dB, was schon sehr laut ist, aber manchen vielleicht nicht genügen könnte. Nicht zu übersehen ist der opulente Monitorregler, der für mich ein absolutes Must-Have ist, um meine aktiven Monitorboxen zu steuern. Ohne geht gar nicht. Der Anschluss für diese ist rückseitig angebracht und bis auf den USB-C-Port dort der einzige Ausgang. Jetzt schließe ich aber erstmal mein NT1A Großmembranmikrofon an, um zu sehen, was das Gerät in Sachen Sound zu bieten hat. Da das Focusrite einen Gain-Bereich von 56 dB an den Eingängen hat, regle ich erstmal so lange ohne Geräusche hoch, bis der Pegel in meinem Recording-Programm gerade noch auf eben diesem Wert bleibt, um den korrekten Gain-Level meines Mikrofons zu bestimmen. Manchmal wird empfohlen, sollte man zu viel Rauschen auf der Aufnahme haben, den Gain einfach etwas runter zu regeln, um dann später in der Software das Signal wieder lauter zu drehen. Doch das funktioniert leider nicht. In diesem Moment wird das Grundrauschen nämlich mit verstärkt. Hier ein Beispiel, was dann passiert, wenn ich das Signal letztlich wieder auf 0 dB normalisiere. Wir merken also, lieber gleich den Gain richtig einstellen. Ist das Signal dann immer noch zu schlecht, gilt es Mikrofon, Kabel oder externe Störquellen zu testen. Wie heißt es so schön beim Recording? Shit in, shit out. Tendenziell sind Explosivlaute beim Aufnehmen nicht positiv zu bewerten. Tendenziell sind Explosivlaute beim Aufnehmen nicht positiv zu bewerten. Tendenziell sind Explosivlaute beim Aufnehmen nicht positiv zu bewerten.
Tendenziell sind Explosivlaute beim Aufnehmen nicht positiv zu bewerten. Man hört bei der R-Funktion, die den Focusrite ISA Preamps nachempfunden wurde, deutlich die Anhebung der Höhen. Das bringt einiges in Sachen Klarheit und auch Sprachverständlichkeit, aber hier britzelte es schon etwas sehr. Bei beiden getesteten Mikrofonen ist nämlich genau dort der Frequenzgang ohnehin schon etwas angepasst, sodass ich auf R lieber verzichte. Ob es einem gefällt, muss man also individuell entscheiden. Die Option ist jedoch sehr gut, besser haben als brauchen. Wie findest du den Sound? Und hörst du auf deinem System den Unterschied? Schreib es mir in den Kommentare, ich würde sehr gern wissen. Bei der Aufnahme mit dem V7 musste ich den Preamp schon auf 100% aufdrehen, um auch nur annähernd an die Lautheit des NT1A heranzukommen. Den Rest habe ich durch Normalisieren auf 0 dB rausgeholt. Am Ende des Takes hört man daher auch das Rauschen, welches ich natürlich automatisch mitverstärkt habe. Es sei allerdings gesagt, dass dieses Mikrofon eher für den Live-Einsatz gedacht ist, denn für Studioaufnahmen. Es will generell etwas lauter angesprochen werden. Man darf natürlich nicht vergessen, dass die Skala 2.2 allein kein gutes Signal macht, sondern auch ein gut klingender Raum und ein vernünftiges Mikrofon sowie ein gutes Sprech- und Gesangsverhalten vonnöten sind. Ist der Raum, in dem du aufnimmst, nicht so gut geeignet, hat Hintergeräusche oder sehr viel Hall, kannst du deine Aufnahme zum Beispiel auch einfach im Kleiderschrank machen. Dort gibt es kaum diffusen Schall und das Signal kommt schon ziemlich trocken für die Aufnahme rüber. Es gibt immer Optimierungsmöglichkeiten, um dein Publikum mit dem bestmöglichen Sound zu begeistern. Natürlich gibt es auch noch günstigere Soundinterfaces, die nicht ebenso viel, aber Ähnliches bieten. Daher möchte ich jetzt einen Vergleich mit dem Behringer UMC22 anstellen. Da ich das Maximum aus der Skala rausholen möchte, nehme ich bei 192 kHz auf und beim Behringer mit den maximal möglichen 48 kHz. Auch das verstärkte Grundrauschen interessiert mich. Hier nehme ich einfach nur Raumklang auf und normalisiere auf 0 dB, um die Qualität des Rauschens zu überprüfen. Tendenziell sind Explosivlaute beim Aufnehmen nicht positiv zu bewerten. Tendenziell sind Explosivlaute beim Aufnehmen nicht positiv zu bewerten. Ich merke hier deutlich, dass das Scarlett die Nase vorn hat. Das verstärkte Grundrauschen beim Focusrite ist wesentlich homogener und beim Behringer hört man sogar noch Einstreuung von anderen elektrischen Geräten in Form von unschönen, beigemischten Frequenzen. Diese könnten vom Monitor oder dem Telefon am Schreibtisch herrühren. Sowas möchte natürlich keiner. Daraus schließe ich, dass auf mikroakustischem Niveau die Scarlett einfach etwas besser ist. Der Klang ist zwar bei beiden Soundkarten gut, aber die 2E2 hat einfach das klarere und detailliertere Gesamtbild. Dies waren zwar extreme Beispiele, aber am Limit scheiden sich dann doch die Preamps und das gilt hier auch bei dem Kopfhörerausgang vom Focusrite. Zwar kann der Behringer lauter, aber dafür ist er etwas verwaschener und generiert zum Ende ein leichtes Rauschen. Letztlich ist das UMC 22 vollkommen okay und möchte man Podcasts oder Voice-Over oder auch Gesang aufnehmen, macht es einen guten Job und ist immer noch 10-mal besser als ein Headset oder eine Handyaufnahme. Will man heute Content rausbringen, ist guter Sound mit einer der wichtigsten Aspekte und Behringer gibt einen guten Einstieg für rund 40 Euro und man könnte damit gut eine Weile leben, aber wir wollten herausfinden, wer der bessere ist und das steht klar fest. Willst du dir die Daten vom UMC 22 mal näher anschauen, findest du ebenfalls unten in der Beschreibung einen Link. Ich gebe zu bedenken, dass der Sound auf dem heimischen System jedoch noch so gut klingen kann, aber wenn er für einen Stream im Internet komprimiert wird, geht immer etwas verloren, da das Signal nicht im Original-Wave-Format wiedergegeben wird. Das Focusrite ist etwas teurer, aber bietet für den Preis immer noch Features an, die ich nicht missen möchte. Der große Regler für den Monitorausgang war mein Kaufargument. Per Knopfdruck kann man Mono und Stereo abhören, Phantomspeisung ist selbstverständlich und zwei Kombibuchsen sind nie verkehrt. Die Vorverstärker für Aufnahmen und Abhörer sind klasse und heben sich merklich vom Low-End-Preissegment ab. Für Sparfüchse gibt es die Soundkarte auch mit nur einem Kanal und für ambitionierte Einsteiger ein Bundle mit Mikrofon, Kabel und Kopfhörer für 100 Euro mehr. Man mag es kaum sagen, aber das Design ist toll und pragmatisch. Als da kämen wir noch zu den negativen Punkten. Wenn ich mir wirklich Mühe gebe, würde ich die Sache mit den multiplen Accounts für die Plugins nennen. Aber das komplette Bundle ist einfach so hochwertig, dass mir selbst das schwerfällt. Ich hatte sogar das Glück und habe das Gerät zu einer Zeit gekauft, in der es noch die Gitarrensuite Amplitude dazu gab. Und die wollte ich schon immer haben. Das war meine Meinung zum Focusrite Scarlett 2E2. Hast du noch Fragen, schreib sie in die Kommentare und nutze gerne die Links, um dir einen näheren Überblick zu verschaffen. Hat dir das Video gefallen, lass mir ein Like da und falls noch nicht passiert, abonniere den Kanal, um auch in Zukunft kein Upload mehr zu verpassen.